Herzlich willkommen zu Adler TV. Wir möchten euch wieder einstimmen auf das Wochenende zu unserem nächsten Heimspiel. Olli und ich sind wieder am Start für euch, um euch etwas mit Informationen zu versorgen. Heute versprochen auch nicht 15 Minuten lang, das wurde uns schon gesagt. Wir wollen niemanden nerven, aber ein paar Aktualitäten möchtet ihr bestimmt wissen. Da fangen wir dann gleich mal an, euch ja schon mal vorzubereiten, eine gewisse Vorfreude zu erzeugen auf die kommende Saison, auf die nächsten Wochen. Es gibt viele Fragen rund um Phoenix Lübeck, nachdem wir jetzt vermeintlich den Klassenerhalt gesichert haben, fragen sich schon viele, ich habe noch nichts gelesen, wer wird dort spielen, wo spielen die Adler, wo fliegen sie in Bunyamshof zusammen mit den Cougars, machen sie dort vielleicht das Vorspiel oder das Nachspiel bei den Cougars, was gibt der Rasen her am Bunyamshof oder wird es für immer Kunstrasen sein in der Regio? Ja, auch Fragen, die uns natürlich bewegen. Wir können euch sagen, wir sind positiv, wir sind auf dem Weg zu guten Entscheidungen zu kommen. Wir haben schon einige Überraschungen so richtig im Köcher, die haben wir natürlich heute nicht gleich raus, Olli, nee. Weil wir wollen noch ein paar Spiele gewinnen. Aber liebe Phoenix-Fans, liebe Fussi-Freunde, ihr könnt sicher sein, wir basteln am Kader, in erster Linie natürlich an dem sprechen wir mit den Jungs, die hier sind, die hoffentlich auch möglichst in einer Vielzahl bei uns bleiben wollen, um dann die nächste Saison richtig anzugreifen. Und wir nehmen natürlich auch nicht so hin, dass wir jetzt auch am Sonntag wieder auf dem Kunstrasen spielen müssen. Das tun wir jetzt auch um des lieben Friedens willen. Werden wir dieses Spiel auf dem Kunstrasen natürlich absolvieren, was nicht schön ist für euch Fans, für Sponsoren, für alle. Klar ist es ein Spielfeld, aber Regionalliga-Atmosphäre, Olli, sieht anders aus. Da sind wir uns natürlich bewusst, wir arbeiten mit Hochdruck daran und ich kann auch schon versprechen, wir können schon versprechen, in der nächsten Saison sieht es anders aus. Vielleicht noch nicht so, wie wir uns das im Endstadium wünschen, aber es wird was Gutes kommen. Es wird eine gute Phoenix-Mannschaft da sein. Also seid schon gespannt auf die nächsten Wochen. Das vielleicht im Schnellverfahren zur aktuellen Situation. Der Buni, heute schreibt die Presse, dass die Cougars da spielen können. Das ist ja auch in Ordnung so. Das ist eine andere Sportart, die wollen wir auch nicht beurteilen oder wir gönnen denen das auch, dass sie den Buni natürlich dort nutzen können. Aber aktuell haben wir auch die Platzkommission gesprochen, auch wenn die Stadt was getan hat, das geht halt nicht so schnell, der Schaden war zu groß. Die Strafräume sind zu huppelig und deshalb haben wir uns entschieden, okay, wir absolvieren dieses Spiel nochmal auf dem Kunstrasen. Wir haben da auch unsere Serie weiterführen können. Wie es dann zum letzten Heimspiel aussieht, können wir heute noch nicht ganz sagen. Aber zur neuen Saison wird es dann auch dauerhafte Lösungen geben, mit denen ihr alle glücklich seid. Olli, Kunstrasen ist dann das Stichwort. Du peilst den 6. Sieg in Folge an mit unserem Team. Bist du guter Dinge? Ich bin natürlich guter Dinge, Frank. Ich blende alle diese Themen, die du jetzt gerade angeschnitten hast, natürlich aus. Das ist auch gut und hoffentlich auch richtig so, denn für uns geht es zunächst einmal nur um Reden. Für uns geht es darum, die zweiwöchige Pause anständig zum Abschluss zu bringen und wieder auf Hochtouren zu kommen. Die Mannschaft hat die Ostertage sichtlich genossen, hat gut regeneriert. Und nach so einer Regeneration, da brauchen wir nur so ein, zwei Tage, um wieder den Motor geschmeidig zu bekommen. Jetzt sind wir aber gut geölt und gehen das erste Mal seit Wochen auch wieder mit einem vollen Kader in ein Punktspiel. Das ist schon mal grundsätzlich eine schöne
Situation für alle Beteiligten, natürlich auch für mich, weil ich so ein bisschen wieder die Qual der Wahl habe. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Die Kunst besteht sicherlich darin, meine oder unsere Motivation jetzt nochmal in die Köpfe und die Körper der Jungs hineinzubekommen. Da braucht man besonders gegen Reden genau dieselbe Einstellung wie vor 6 Wochen, als wir uns wirklich extrem strecken mussten gegen diesen Gegner. Zwar dort 4-1 gewonnen, aber auch schon da festgestellt haben, dass Reden wirklich eine richtig tolle Mannschaft hat. Die haben sich stabilisiert, die haben wichtige Punkte eingefahren und sind auf einem guten Weg, auch im nächsten Jahr wieder Regionalliga-Fußball anbieten zu können. Das passt auch gut zu dem Verein, das ist für mich ein guter Regionalligist. Insofern treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die guten Regionalliga-Fußball anbieten können. Und dementsprechend hoffe ich natürlich auch wieder, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Unterstützung bekommen als bei unserem letzten Spiel. Das war ein bisschen enttäuschend. Das haben uns sicherlich alle auch ein bisschen anders erhofft. Das Wetter war zwar wieder Grütze. Vielleicht wird es dann am Sonntag ein bisschen windstiller und schön trocken und dann gibt es leckere Pommes von Marc und all das, was man eigentlich so braucht für ein tolles Fußballspiel. Wir werden hoffentlich unseren Anteil dann dazu beitragen, dass wir den 6. Sieg in Folge feiern können. Ich stehe drauf auf so eine Serie. Ich möchte eigentlich nicht da aus meinem Flow rausgerissen werden. Und so, wie ich von einigen Spielern erfahren habe, finden die das auch ganz super, morgens aufzustehen und mit der 3 Eier mehr im Nest zu haben. Dementsprechend freuen wir uns, dass es losgeht und haben richtig Bock drauf. Sehr schön. Und zum Abschluss, Kubi, wir freuen uns auf dich. Du bist ein guter Junge. Ja, ich erwarte keinen Hexenkessel, aber du wirst auch keine Zeit haben, uns rund zu schauen, wie viele Zuschauer überhaupt da sind, weil auch wir geben Gas, mein Lieber. Ne? Wir freuen uns auf dich. Bis Sonntag. Ciao.